Ich lebe für den Durchschnitt. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Auch wenn es für manche eher seltsam und wahnsinnig wirken könnte. Ich habe eine durchschnittliche Arbeit, die mir durchschnittlich sehr auf den Senkel geht, da ich durchschnittlich übertriebene Überstunden abschuften muss. Selbst meine Arbeitskollegen sind unglaublich durchschnittlich. Und ich begrüße sie morgens immer mit einem durchschnittlichen, freundlichen Schnauben, an das sie sich mittlerweile sicherlich gewöhnt haben. Ich trage die durchschnittlich neuen Klamotten, welche auf mein durchschnittliches Verantwortungsbewusstsein hindeuten und durchschnittlich oft gewaschen werden. Oft sind sie mit einem durchschnittlichen Karo-Muster verziert, welches mir durchschnittlich gut zu Gesicht steht. Ich sehe durchschnittlich gut aus, mit durchschnittlich braunen Augen und braunem Haar. Auch mein durchschnittliches Alter merkt mir niemand an, worauf ich durchschnittlich stolz bin. Ich habe eine durchschnittliche Anzahl von Freunden und eine durchschnittliche Anzahl von Geheimnissen vor ihm. Noch dazu verbringe ich durchschnittlich viel Zeit mit ihm und reiße durchschnittlich viele Witze in einem Gespräch. Ich ernähre mich durchschnittlich gesund und treibe durchschnittlich viel Sport, was sich in meinem durchschnittlichen Körperbau widerspiegelt. Ich habe eine durchschnittlich schöne Frau und durchschnittlich aufmüpfigen Nachwuchs. Doch eine durchschnittliche Familie hat 2,5 Kinder. Und Emily kann überdurchschnittlich laut schreien.